darf. Jetzt natürlich schon bei den meisten große Freude bei allen, dass heute so ein gutes Wetter herrscht hier bei uns im Monseland. Apropos Monseland, da wird ja oft davon gesprochen. Verbringt einen schönen Tag hier bei uns im Monse, auch tolle Lokalitäten direkt hier im Zentrum von Monse, die Gastronomie, sehr, sehr gut. Natürlich jetzt 9.29 Uhr war es schon und dann werden wir um pünktlich 9.30 Uhr den Startschuss durchführen. Auf die Plätze! Alles Gute, liebe Läuferinnen und Läufer, zum 33. internationalen Monsehaus-Halbmarathon 2014. 21,1 Kilometer liegen vor euch. Gänsehaut-Feeling bei diesem Halbmarathon-Klassiker hier im Salzkammer Rote Monseland. Alles, alles Gute. Wenn wir euch alle dann im Ziel wieder begrüßen können, bei manchen nach einer Stunde fünf, bei den meisten nach eineinhalb, zwei oder zweieinhalb Stunden. Viel Erfolg, genießt den Lauf und alles, alles Gute. Schlange. Danke für eure Teilnahme. Wunderbare Bilder heute hier. Gibt es hier die Wertung und die Trophäen dafür, deswegen ist es spannend, den Rennverlauf auch dann in den einzelnen Alter. Führt bei den Männerstaffeln vor EC Seeking 1 und dann schon die erste Mixstaffel mit der Startnummer 20.
Hier kommt der Sieger des 33. Internationalen Mosehaus-Halbmarathon. Congratulations, Simon Pierucci Mutani! Seine offizielle, seine inoffizielle Endzeit jetzt noch. Ich korrigiere Sie natürlich dann auf 1:05 wahrscheinlich. Jawohl, das war die Durchlaufzeit, 100 Meter vor dem Ziel. Es waren ziemlich genau 1:05 für den Sieger. Congratulations, Simon Kiruti Mutoni. Und das hat locker ausgesehen. Und was heute ganz schwierig wird, so nebenbei bemerkt, er hat damit auch die männliche Juniorenklasse gewonnen, meine Damen. Henriette Grösser, da gab es am 1. Mai einen tollen Lauf, den Leobersdorfer Brückenlauf. War eine super Sache mit 1800 Teilnehmern. Henriette Grösser und Monika Ecklund aus der Schweiz. Ja! Beider im Anschluss an die Siege am stattfindenden Warmpreisverlosung. Rund 25 Preise werden verlost. Bitte dann bei der Siegerehrung beim Eingang einfach eure Startnummer auf einen Zettel schreiben und einwerfen. Dann wird gezogen. So ziehen wir eben nur jene, die bei der Siegerehrung bzw. der Warenpreisverlosung.